Hallo, ich dachte, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit, wenn ich mich zum Weggehen fertig mache. Unter einem der Vlogs in New York, wo ich mein Make-up gezeigt habe, als ich weggegangen bin, haben sich unglaublich viele von euch gewünscht, dass ich euch mal zeige, wie ich das geschminkt habe und welche Produkte ich benutzt habe. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das heute einfach mal. Als erstes benutze ich vorm Weggehen ganz gern einen Primer. Ich habe hier jetzt einen neuen benutzt, und zwar von Too Faced, den Hangover X Primer. Finde ich sehr gut, ist sehr angenehm und der ist silikonfrei. Danach bin ich dann übergegangen zur Foundation und momentan benutze ich von L'Oreal die Infallible Pro Glow Foundation. Ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht, aber ich verlinke euch in der Infobox eine Alternative für eine Foundation, die ich sonst in Deutschland sehr, sehr gut finde. Und die habe ich aufgetragen mit dem Real Techniques Expert Face Brush. Danach habe ich natürlich auch Concealer aufgetragen, und zwar den Urban Decay Naked Skin Concealer. Wenn ich weggehe, trage ich Concealer meistens ziemlich großzügig auf, also wirklich komplett in so einem Dreieck, einmal unter den Augen und dann noch auf Unreinheiten. Für meine Brauen habe ich als erstes von NYX den Brow Pencil benutzt. Der ist so ganz dünn und fein. Damit habe ich erstmal einmal ganz leicht die Form so ein bisschen ausgefüllt und korrigiert. Und weil ich meine Brauen ja gerne sehr, sehr dunkel mag, schon im Alltag und besonders beim Weggehen, bin ich dann noch mit einem Augenbrauengel von Inglot drüber gegangen, was ein bisschen dunkler ist. Habe damit vor allen Dingen die Brauen so am Ende so ein kleines bisschen verlängert und halt verdunkelt. Um das zu fixieren, habe ich dann noch das Augenbrauengel von P2 benutzt. Das hat so ein ganz kleines, feines Bürstchen. Und damit kämme ich die Haare immer gerne so ein bisschen nach oben in der letzten Zeit. Also ich mag das sehr gerne, wenn die Brauen so ein bisschen feathery, also so ein bisschen federig aussehen und so ein bisschen nach oben stehen. Dann habe ich als Base so einen Lidschattenstift von Essence aufgetragen. Den finde ich sehr gut in so einem neutralen Ton. Als Lidschattenpalette habe ich von Zoeva die Nude Spectrum Palette mit. Und als erstes habe ich den hellen schimmernden Ton unten in der Mitte genommen und habe den einmal komplett über mein Lid gegeben. Und dann habe ich den hellen matten Ton noch komplett oben bis zur Braue ausgeblendet. Ich mag das immer so ganz gerne, erstmal eine Base zu haben sozusagen. Dann habe ich einen etwas dunkleren beige-braunen Ton genommen und bin damit in den äußeren Augenwinkel und in die Lidfalte so ein bisschen gegangen. Das gut verblendet, und danach habe ich dann den Schritt gemacht, der vermutlich am meisten in dem Make-up ausmacht und der vielleicht auch so ein bisschen kontrovers ist. Und zwar bin ich in einen dunkelbraunen Lidschatten gegangen, aber mit einem Eyeliner-Pinsel, und habe damit dann so eine ganz scharfe Linie quasi gezeichnet in die Lidfalte. Und bei mir funktioniert das so am besten, wenn ich die Linie erstmal so ganz scharf mache und danach dann verblende. Ihr müsst das natürlich, wenn ihr das so macht, wirklich gut verblenden, damit ihr dann nicht einfach nur so einen Strich habt. Und da hilft es halt auch, dass am Anfang schon dieser helle Lidschatten auf dem kompletten Lid war, weil man darüber einfach leichter verblenden kann. Dann habe ich mit schwarzem Lidschatten noch so ein bisschen einen Eyelinerstrich vorgezogen. Ich finde, das sieht immer ein bisschen weicher aus, und bin dann nochmal drüber gegangen mit einem richtigen Eyeliner, und zwar mit dem Super Liner Perfect Slim von L'Oreal. Dann habe ich mir die Wimpern getuscht, und zwar mit meiner neuen Lieblingsmascara, der L'Oreal Telescopic Mascara. Allerdings habe ich mir da nicht so viel Mühe bei gemacht, weil ich beim Weggehen hier sehr gerne falsche Wimpern trage. Am liebsten mag ich die von Ardell, und zwar sind das jetzt hier die Wispies, aber es gibt eine riesige Auswahl an Wimpern hier von Ardell, und ich finde die alle sehr gut. Ich benutze dafür den Duo Lash Glue. Ich habe jetzt hier die schwarze Version. Und wie man falsche Wimpern aufträgt, ist eigentlich selbsterklärend. Also einfach den Kleber auftragen. Ich sehe dabei sehr konzentriert und sehr ernst aus. Und dann klebe ich die einfach so nah wie möglich an den Wimpernkranz. Ich finde, das geht mit den Wimpern sehr einfach, aber ich habe auch generell nicht so Probleme damit, falsche Wimpern aufzutragen. Dann habe ich natürlich noch konturiert. Dafür benutze ich besonders gern den NYX Wonder Stick. Ich benutze davon nur die Konturseite, trage das einmal unter meinen Wangenknochen und auch an der Nase auf, und dann verblende ich das Ganze ebenfalls wieder mit dem Pinsel, mit dem ich auch die Foundation aufgetragen habe. Rouge darf natürlich auch nicht fehlen. Mein allerliebstes Blush ist von Max Factor. Ich glaube, das heißt Nude Mauve oder Mauve Nude. Und das trage ich auch mit so einem Pinsel von Ebeline. Ich glaube, den gibt es leider nicht mehr. Und dann darf natürlich auch Highlighter nicht fehlen. Hier benutze ich von Becca den Highlighter in der Farbe Opal. Den habe ich relativ neu und der ist wunderschön. Den trage ich mit einem Zoeva-Pinsel oben auf den Wangenknochen auf und dann mit dem Finger auch noch so ein bisschen über dem Lippenbogen. Für meine Lippen benutze ich, wie könnte es anders sein, Charlotte Tilbury Pillow Talk, den Lip Liner, einfach quasi als Lippenstift aufgetragen. Das ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfarben. Vor allen Dingen, wenn ich ein etwas auffälligeres Augen-Make-up habe, weil ich finde, dass es einfach zu jedem Augen-Make-up passt und nie irgendwie zu viel aussieht, sondern sehr neutral ist. Und vor allen Dingen hält der sehr, sehr lange und ist sehr zuverlässig. Und dann habe ich ganz am Ende das Make-up noch fixiert mit dem Make-up Forever Mist and Fix Spray.
Das war es dann soweit zu meinem Make-up. Und dann habe ich natürlich noch meine Haare gemacht. Ich habe zwar schon sehr oft gezeigt, wie ich meine Haare locke, aber viele haben sich gewünscht, dass ich auch mal zeige, wie ich meine Haare mache zum Weggehen. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch noch einmal kurz. Als erstes kämme ich natürlich meine Haare einmal durch. Ich benutze dazu die Wet Brush. Das ist meine liebste Haarbürste. Kann ich euch nur ans Herz legen, die mal auszuprobieren. Dann teile ich meine Haare ab in zwei Partien. Also die obere Partie mache ich einfach einmal kurz nach hinten und fixiere die mit einem Haargummi. Und dann fange ich mit der unteren Partie an und teile die einfach in relativ kleine Strähnen ab und drehe das Glätteisen. Ich achte dabei darauf, dass ich die Haare immer nach außen drehe, also vom Kopf weg. Und dass ich das Glätteisen möglichst senkrecht halte, also möglichst parallel zum Kopf, wenn man das so sagen kann. Weil ich finde, dass die Locken so ein bisschen schöner werden. Also ich drehe das einfach nur einmal um und lasse die Haare durchgleiten und das war es dann schon. Das mache ich natürlich dann auf der anderen Seite noch ganz genauso. Und dann wechsle ich die Haarpartien. Also ich nehme die untere Partie, die ich bereits gelockt habe, mache die nach hinten in ein Haargummi und mache dann die obere Partie runter und locke dann die obere Partie. Da mache ich genau das Gleiche, nur dass ich diesmal auf meiner linken Seite das Glätteisen andersrum halte. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie werden die Locken schöner, wenn ich das Glätteisen von oben nach unten halte. Also quasi genau andersrum als vorher. Ich kann euch nicht genau erklären, woran das liegt, aber irgendwie funktioniert das so für mich besser und ich habe entdeckt, dass die Locken so einfach schöner aussehen. Deswegen mache ich das immer so rum. Zumindest bei der oberen Haarpartie. Und auf der anderen Seite halte ich das Glätteisen dann wieder andersrum. Also eine etwas merkwürdige Technik, aber für mich funktioniert das so. Und wenn die Haare dann fertig sind, nehme ich die untere Haarpartie wieder aus dem Haargummi raus. Und ganz zum Schluss gehe ich dann immer noch mal einmal über meine Enden und glätte die nochmal. Ich finde das Ergebnis dann so ein bisschen natürlicher und beachiger und irgendwie so ein bisschen lässiger. Und dann benutze ich natürlich noch mein allerliebstes Haarprodukt, wie könnte es anders sein, das Charles Worthington Volume & Bounce Texturizing Spray. Das gebe ich immer einmal in den Ansatz auf beiden Seiten, wuschel einmal durch und dann sind meine Haare auch schon fertig. Das war's dann. So mache ich mich meistens fertig, wenn ich weggehe. Manchmal benutze ich natürlich auch andere Produkte, aber der Look ist meistens relativ ähnlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In der Infobox verlinke ich mal das letzte Get Ready With Me auf unserem Kanal und außerdem unsere Weekly Vlog Playlist. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!